Jo Leute und willkommen zu einem weiteren COD-Video. Und ihr seht schon, ein weiteres Update ist gekommen. Doch leider ist das Update komplett nach hinten gegangen. Das Reloaded-Update kam und alles ging schief. Aber wir gehen chronologisch vor. So, das erste, was natürlich der gemerkt ist, weil sich natürlich alle direkt einloggen wollten und so und spielen wollten, ist nämlich, dass Warzone nicht mehr ging. Man ging auf Warzone und dann kam halt, ja, hier ist es jetzt gefixt, aber dann kam halt sowas raus. Ich blende es jetzt hier ein. Sowas kam halt raus. Ja, die haben es geschafft, irgendwie so 12 Stunden lang es geschafft, komplett Warzone zu crashen, weil man konnte nicht mehr reinkommen, außer man geht hier auf What's Hot und dann geht man hier, wenn man Glück hat, wenn man das letzte Mal Battle Royale gespielt hat, dann kann man hier draufklicken und dann hat man Glück gehabt, dann kann man nochmal Warzone spielen. Aber ansonsten kommt man dort nicht mehr rein. Und zum Glück kam vor 5-6 Stunden Update, also heute haben sie es zum Glück gefixt. Genauso schlimm war es, wenn man in Warzone drin war, dass man sein Loadout nicht mehr ändern konnte. Also man konnte es selbst nicht mehr wählen. Also ihr wollt es wählen und dann kam so, keine Ahnung, so Epilepsie-Anfälle, keine Ahnung. Ich blende es hier auch wieder ein. Ganz weird, was da schief gelaufen ist. Ja, also generell das ganze Update ist komisch. Die neue Waffe ist da, ja, cool. Klappt auch zumindest alles. Vor 12 Stunden konnte man sie auch nicht freispielen. Das Event ging nicht. Die Waffen-Updates, das ist auch schlimm. Alle nicht vorhanden. Sie haben sich so eine Liste, also wirklich so eine riesige Liste an Waffen-Updates geschrieben. Aber kamen alle nicht. Zum Beispiel sowas wie die Pulimon, glaube ich auch, wollten die ja nerven. Kam aber nicht. Kam nicht. Sie haben die Pulimon nicht genervt. Genauso wie die anderen Waffen, die sie nerven wollten. Haben sie alles nicht. Wie unfassbar ist das? Und das ist nicht nur das einzige Problem, was noch nicht mal da ist, also dass die einzelnen Updates. Nein, es wird doch schlimmer. Wir gehen mal kurz zum Multiplayer. Hier, ich habe zwar Multiplayer jetzt nicht da, müsste ich mir natürlich holen, weil ich natürlich im Laufe des Jahres. Aber jetzt kommt es noch besser. Rankplay wurde verschoben. Man weiß nicht, wann es noch kommt. Ich hoffe in 1-2 Tagen, weil wenn nicht, dann ist es ziemlich belastend. Noch schlimmer wird's. Champions Quest, also Nuke-Auftrag auf Usekstan, wurde auch verschoben. Ich habe irgendwas gelesen, dass es um 10 p.m. Wiederkommt. Weiß nicht, was es hier. Hier haben wir es jetzt. Da. Please be aware to. Nochmal. Please aware that we plan to re-enable Champions Quest in later this morning at 10 am. Okay, es wird dann wahrscheinlich morgen kommen um 10 Uhr. Das heißt, ihr könnt erst morgen wahrscheinlich die Nuke euch erspielen. Nicht mal das konnten die. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie irgendwo mal aufgeschrieben, wann vielleicht Dingens kommt. Wann Ranked kommt. Ne. Also, ich finde hier nichts mit. Ne, nichts mit Rankplay. Hier vielleicht? Ne. Players will no longer get stuck on. Okay, das haben. Also, hier haben sie auch nochmal geschrieben: hier diese kleinen Bugs mit den Loadout-Bug und den Fetching Online Profile. Ja. Also das war irgendwie das schlimmste Update, was jemals gekommen ist. Hier nochmal, da habe ich extra mir nochmal die Patch Notes angeguckt. Ja, Multiplayer interessiert uns nicht, weil das war das Größte, was kam. Das alles. Warte.
So, das alles wollten sie patchen. Diese ganzen Waffen wollten sie alle patchen. Ratet mal, was sie nicht gemacht haben. Sie haben sie nicht gepatcht. Nice. Genau wie, dass sie wollten, dass der Black Site, also dieses Gebäude, wo ihr direkt euer Loadout bekommt, wo ihr so einen Boss töten müsst, dass sie die in die Mitte packen wollen von Ursikstan. Nee. Also ich habe wirklich Bilder gesehen, da war der Black Site noch irgendwo so an der Seite von der Zone. Also, what the fuck? Aber der Rest ist richtig. Ich bin froh, dass sie das noch nicht reingebracht haben. Weil dieser Covered Exfil-Modus, ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich hoffe, den packen sie nicht in den normalen Battle Royale-Modus. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Champion Quest kommt wahrscheinlich morgen um 10 Uhr. Hoffentlich wie immer. Ja. Also wirklich das enttäuschendste Update ever. Ich habe dann auch noch irgendwelche Grafikfehler in der Map gesehen. Ganz komisch. Also, ich weiß nicht, was geht bei denen eigentlich im Kopf ab? Ich glaube, die waren immer noch in ihren Mittagsschlaf oder in ihren Frühjahrsschlaf nach ihrer Pause in Weihnachten. Haben sie wahrscheinlich vergessen. Ach, ein Update. Wie macht man das nochmal? Alter. Aber okay, ich müsste mich jetzt nicht weiter aufregen, weil das ist jetzt von COD nichts Neues mehr. Aber wirklich, so ein schlimmes Update habe ich auch noch nie gesehen. Selbst in... Alter, sorry. Selbst in Warzone 2 Zeiten kam so ein schlechtes Update noch nie. Jetzt habe ich es gesagt. Also wie gesagt, ich hoffe, dass Ranked Play dann auch noch kommt. Und dass die Waffenfixes kommen. Dass sie das zumindest alles fixen. Und bitte, verkackt Season 2 nicht. Weil ich glaube, da kommt halt auch noch Fortune's Keep. Ich weiß jetzt nicht so ganz, aber es könnte richtig sein, weil in der zweiten Season von MW2 kam ja auch eine Rebirth-Map. Und deswegen ist sehr stark zu denken, dass Fortune's Keep dann in Season 2 kommt. Ich hoffe, dass sie dann Season 2 nicht verkacken. Bitte, bitte. Und vor allem, ich hoffe, dass sie auch nicht Warzone Ranked noch irgendwie verschieben, weil ich habe mega Bock auf Warzone Ranked. Das wird so bocken, aber wenn sie es immer wieder verkacken, ja, was soll ich da machen? Ja, war ein kleines, Rant-Video, ich kann nicht mehr richtig reden. Es ist wirklich schlimm, dass immer noch solche Updates hier kommen. Hoffen wir mal, dass das dann im Laufe der Tage besser wird. Und wir werden uns wahrscheinlich erst in Season 2 wiedersehen. Oder wenn ich schon meinen Multiplayer gekauft habe, dann vielleicht in der Story. Aber jetzt erstmal, wir werden uns in Season 2 sehen, weil ich werde jetzt nicht mehr Warzone aufnehmen. Ja, dauert ja auch nur noch 19 Tage, bis Season 2 kommt. Ja, ich hoffe, ihr habt geweint. Trotzdem für dieses ganze Ungeheule. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin jetzt ein bisschen mad. Haut rein. Ciao, ciao.